Hallo Leute, willkommen bei Let's Play H1Z1. Ja, das ist der Tag nach dem Patch. Der Patch kam, ein neuer Patch, und zwar ja, hat er uns Hervorragendes gebracht. Und zwar alle Kisten waren leer. Die Tür war nicht mehr vorhanden, denn was ist das denn? Unser Auto ist im Boden versunken. Die Autos waren weg. War nichts mehr zu machen. Denn die gesamten Codes für die Türen waren weg. Ja, wohl nicht nur bei uns, wohl bei allen Leuten im Spiel. Das bedeutete, alle Türen waren offen. Ich weiß nicht, wie wir hier ankamen. War die Eingangstür futsch? Die war weggehackt, sehr wahrscheinlich. Weil entfernt wurde die bestimmt nicht. Ja, und das ist so der Grund, warum ich nicht gerne Position angebe. Ja, ich unterstelle euch keinen Diebstahl, ja, aber es gibt immer für so und so viele 100 Abonnenten gibt es immer einen Hater dabei. Und wenn ihr einer meint, lustig gewesen zu sein, den Helm auszuräumen, dann kann man da nichts dran machen. Das ist leider so. Aber Leute, deswegen, ne, gebe ich ungern immer den Standort unserer Base preis. Ist natürlich blöd. So, wir hatten keine Autos mehr, wir hatten gar nichts mehr. Wir mussten alles neu besorgen, war nichts zu machen. Ja, jetzt haben wir hier, die Sonne geht unter. Shit. Ja. Mittlerweile haben wir ein bisschen wieder Zeug besorgt, wie ihr seht. Hier ist an für sich noch nicht viel zu holen. Also, ne, Gruß an die Freunde. Lohnt sich noch nicht, wir müssen noch ein paar Tage warten. Auto hatten wir besorgt. Was ist denn neu gekommen mit dem Patch? Die Anzahl der Zombies wurde erhöht. Die Zombies sind stärker geworden. Die Zombies infizieren einen schneller. Ja. Inventar, hier, Schuhe. Man kann Schuhe finden, die liegen auch überall rum. Und es gibt soll Kampfstiefel geben, mit denen man schneller laufen kann. Ja? Des Weiteren sollte man eine Rüstung bauen können. Und oh, da können wir direkt mal gucken, ob wir die jetzt bauen können. Müssen wir mal ausprobieren, was man dazu alles braucht. Ich schätze mal, Metall brauchen wir dafür. Hier, Tape ist auch neu. Brauchen wir jetzt. Gibt es jetzt, ob wir die jetzt brauchen. So, tun wir mal alles rein und gucken, was wir davon brauchen, um die Rüstung herzustellen. Ich weiß es im Moment selber noch nicht. Auf jeden Fall Tape. Tape, so Metal Sheet für Metallrüstung. Und was jetzt noch? Tja, davon nix. So, dann nehmen wir mal alle hier rein. So, jetzt nochmal gucken. Also, Tape sollten wir dafür brauchen. Und Stoff vielleicht. Nein. Gut. Oh. Anscheinend. Was haben wir hier? Da. Plate Body Armor. Okay. Dann zeigt mir her, wie ich die denn bauen kann. Plate Body Armor, da ist sie. Man braucht ein Tape, 10 Stoff, 6 Wood Planks und 6 Metal Sheets. Halleluja, 6 Metal Sheets ist natürlich eine gute Hausnummer. Zwei Metallbarren, also 12 Metallbarren brauchen wir. Das ist natürlich heftig. 12 Metallbarren für eine Rüstung, Halleluja. Den Faden brauchen wir überhaupt nicht dafür. Natürlich das ganze Zeug wieder weg. Da versuche ich direkt mal eine zu basteln. Einzige, was ich dafür brauche, ist Holz. Davon habe ich genug. Na, tun wir mal direkt rein. Das hier können wir noch einschmelzen. Sind 2 Stück. Ein Stück hatte ich noch. Also 9. 9 Stück da rein. Plöpp. So. Nehmen wir hier, den Rest schmeißen wir wieder hier rein. Schön immer stapeln, Leute. Ne? Ist klar, ihr könnt das hier doppelt reinschmeißen, aber so ein Fass ist auch begrenzt. Dann habt ihr den Platz verschwendet. So, ich brauche die Axt. Axt habe ich dabei. Jo, gut. Jetzt müssen wir nur noch Feuer machen. Feuerzeug. Ich habe immer noch kein Feuerzeug gefunden. Jetzt ist ja unglaublich, ja. Wir haben noch kein Feuerzeug gefunden. Also mit dem Andi noch nichts. Muss ich immer noch diesen blöden Holzdrill benutzen. Der 15 Sekunden dauert, ist ganz furchtbar. Aber nützt hier überhaupt nichts. Wat mut, wat mut. So, dann gucken wir mal das Ding mal an. Also die Schuhe hier, die Worker-Schuhe, haben irgendwie nichts gebracht. Flup. So, brenne. Du brenne, ich Holzhacke. So, zack, zack. Ich hoffe, wir können das auch in Ruhe. Ist kein Gestörter da, der mich verhauen will. Hoffen wir mal. Auch kein Besuch da.
Da gehen wir mal gucken. Ja, gestern hatten wir Glück. Wir haben wirklich, wirklich sehr viele nette Leute getroffen. Also wundert mich sehr. Ach, der Energiebug ist wieder da. Toll. Ja, kann ich auch direkt sagen. Also es gibt einen bescheuerten Bug. Er verliert jede Sekunde Energie. Die verliert er nicht wirklich. Ja? Wenn er ausloggt und wieder einloggt, ist der Bug weg. Aber fällt eure Energie auf null, verliert er tatsächlich Leben. So, jetzt müssen wir ein bisschen Holz hacken hier. Zack, zack, zack. 15 Mal. Da hat einer ein Fass an die Seite gestellt. Gibt's denn das? Boah, hat den Schatten gesehen von dem Vieh? Hab ich mir erschrocken. So, wo wir dabei sind, fällt mir direkt noch ein Baum. Da ist Zombie-Mann. Nee, du doof. Hep, Maul halten. So, weg. Pfeile kann man auch nicht mehr aufheben. Ist auch wieder buggt. Hm. Ja, die einen Bugs werden entfernt, die anderen werden dazugefügt. Sehr viele Wildtiere gibt es im Moment. Ach komm, mach doch hinne. Los, hack den Baum weg. Was ist mit dem? Alles klar, okay, reicht. Da hat er sich ja ein Fass hingestellt und wollte bei uns rein. Na, 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 das war aber nicht sehr nett. Na, Popoköppe. Was? Komme ich jetzt nicht mehr raus mit dem Auto? Ah, komm hier raus. Gut. Siehst du? Da hat schon wieder einer ein Fass hingestellt, der wollte hier rein. Ja, selbst wenn er drin ist, nützt ihm das nichts. Ne? Arschkrampen. Ne? Ist leider so. So, dann gib mal den einen Barren her. Blöpp. Hier, Feuer ausmachen. Barren her. Habe ich nicht genug Platz für alle Barren? Achso, ich habe ganze Holz bei. Komm, den einen noch. Den einen noch. Gib den einen noch. Wohin? Den hier rüber? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Toll, geht nicht. Moment, entsorgen wir mal die Holzdinger hier rüber. Zack. Holen wir den Barren. Oh. Und jetzt stellen wir mal das Ding her, wenn es denn geht. Sagen wir mal, wo ist es denn? Arbeitet die FG? P, P, da ist P. So. Oh, und das geht diesmal. Ist vorher auch ein bisschen Backe gewesen. Normalerweise, wenn man die Kisten anwählt, kann man auf das Zeug in den Kisten zugreifen. Man muss nicht alles im Inventar haben, was man produziert. Aber das ging eine ganze Zeit lang nicht mehr richtig. So, und tatsächlich. Sag mal her. Oh, man sieht es. Das Ding hier, das winzige, da sind 6 Metal Sheets drauf. Ja? Naja, egal. Das soll auf jeden Fall Schaden abhalten von Schüssen, fast gesamten Schaden von Schlägen absorbieren. Das gefällt mir natürlich ziemlich gut, muss ich sagen. So, noch Neuerungen. Was gab es denn noch Neues? Ach so, diese Peaks-Dinger, die ihr hinstellen könnt. Wie heißen die? Pungies oder wie? Wo sind sie? Hier habe ich noch welche. Pungie, ja. Pungie-Sticks. Angespitzten Holzflöcke. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Keine Ahnung. Ist das richtig? Ist das falsch? Macht ja auch nichts. Ihr wisst, was ich meine. Die konnte man früher als Straßenblockade verwenden. Soll nicht mehr funktionieren. Haben wir noch nicht ausprobiert. Werden wir noch testen. Ja? Ob das jetzt an der Tat ist oder nicht. Wieso ist die Holzhütte angehackt? Das interessiert mich. Aber haben die Arschlöcher wirklich versucht, hier reinzukommen? Ja, da ist natürlich arschig. Das fast direkt vor der Tür. So, und ich schätze, wenn ich das Video reinstelle, wird noch ein anderes Fass da stehen. Maul halten. So, da. Da ist der Pfeil, der wird auch markiert, seht ihr? Stück Ewin Dover. Ich kann ihn nicht aufheben. Funktioniert nicht. Das Geräusch ist vom Bogen. Jetzt kann ich gar nichts aufheben. Ah, doch, looten, toll, Mütze, wunderbar. Und hier hat sich einer versucht reinzujumpen. Hat auch drauf rumgeklopft, wie ein Depp. Bringt natürlich nichts. Ja, Tür aufmachen, Tür zumachen ist immer ein bisschen scheiße. War schon immer scheiße.
Wird scheiße bleiben. Sag mal her, wie sieht das Auto aus? Auto ist okay. Achso, ich habe das Zeug rausgeholt. Will ich das Auto mal umparken? Wieso steckt hier das Auto im Boden? Auch nicht schlecht. Ja? Auto im Boden. Naja, macht nichts. Ja, wir bringen den nächsten paar Fackeln an. Hier die Lücke, die stört mich nicht wirklich. Dann müsste ich eine jetzt tatsächlich hier nah dran stellen. Ah, das können wir mal ausprobieren. Man konnte ja nichts hier dran stellen. Zeig mal hier die Pungis. Zack. Kann ich die jetzt hier? Ne, kann ich nicht. Ja, was für ein Shit, ne? Man kann hier nichts reinstellen. Das ist die Härte. Ich hätte sie gern da auf der anderen Seite. Mann! Wieso sehe ich meinen blöden Helm selber? Lol, da war gerade mein Gebiss zu sehen. Guck ich dann, an meine Kauleiste von innen. Er kann in den Kopf innen reingucken. Aber man kann hier nichts auf den Boden setzen. Immer noch nicht. Das haben sie nicht gefixt. Ich kann mir nicht vorstellen, was das hier sein soll. Wieso kann man hier keine Sachen hinstellen? Ja, wozu baue ich mir ein Lager, wenn ich in Lager keine Sachen platzieren kann? Ich weiß, das wäre natürlich gerade das beste Teil, was man hier platzieren kann. Aber man kann keine Sachen da auf den Boden stellen. Sag mal her, das Fass. Steht das hier innen drin auf dem Boden? Nee, das steht außen, außerhalb. Ne? Ja, das steht direkt davor. Dieses Kotfass da. Das ist ärgerlich. Aber wir können das wegsprengen. Weiß ich. Soll gehen. Sind wir mal gespannt, ob es funktioniert. Ja, so viel zum Thema neuen Patch. Ja, ich hoffe, wir können euch demnächst wieder was mehr Action zeigen. Gestern war nicht viel Action. Okay, wir haben das Zeug wieder besorgt, aber es war auch nicht sehr viel los. Die Leute waren großteils freundlich, die wir getroffen haben. Die waren alle freundlich, glaube ich. Ja. Einer hat mal einen Pfeil geschossen. Hier gibt es einen Nachbar, den haben wir, höre ich, die Suppe versalzen. Ganz gemein ist, würde ich sagen, noch Buggy. Und zwar, er hat so eine Hütte hier mit einer Treppe, eine Sheet. Ne? Und ihr könnt gemeinerweise hier die Stöcke unter seine Sheets stellen. Und wenn er dann in seine Hütte reingeht, kriegt er die ganze Zeit Schaden von unten. Ne? Lol, das kann nicht sein, oder? Ah, doch, ist tatsächlich so. Und da unser neuer Nachbar überhaupt nicht mit uns gesprochen hat und uns schön ignoriert hat, kein Wort von sich gegeben hat, haben wir den Typen nicht getraut. Er lief auch immer so komisch. Keine Ahnung. Und dann haben wir den direkt mal so ein Ding unter die Hütte gestellt. Wir brauchen keine neuen Nachbarn. Ja. Haben wir nicht so gerne, wenn die Leute da noch nicht mal mit uns sprechen. Das ist nicht so schön, würde ich sagen. Deswegen haben wir dem Dreck mal die Hütte versalzen, grob gesagt. Ja, ja, das war's erstmal. Wir machen heute einen Ausflug. Ich hoffe, da kommt mehr Action bei rum. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.